Strafe setzt, wo er als Entsorger zu arbeiten hatte. An die gelbe Zone? Da ist doch alles verseucht. Seit einem Jahr Unregelmäßigkeiten. Es wird vermutet, dass er nicht alle Gegenstände, die er zu reinigen und abzuliefern hat, auch wirklich abliefert. Der ist einfach schusselig. Vielleicht. Du sollst herausfinden, was mit ihm ist. Ich? Nein, niemals. Bin doch nicht lebensmüde. Die gelbe Zone, mega verseucht. Richtig. Aber die Wohnbox deines Großvaters befindet sich vor dem Grenzübergang. Exakt am äußersten Rand unseres Schutzschirms. Er kennt mich doch gar nicht mehr. Er wird misstrauisch sein. Er wird... Du bekommst eine Uhr mit Stenowalker. Du bist jederzeit mit Mirren in Sprechkontakt. Dreck. Das wird mir auch nicht viel nützen, wenn er auf mich losgeht. Außerdem bekommst du eine Laser 93. Eine... Wie bitte? Die ist doch tödlich. Logisch ist sie das. Du kannst sofort starten. Juhu! Auf ins Erlebnistraining! Ach Quatsch! Ist ja wirklich... Das Velo Speed ist schon startklar. Und zieh den Schutzanzug an. Mit der Laser werde ich ihn in Schach halten. Hier aus MPV. Wir übernehmen. Bitte melden. Hier PV Wanderhold. Habe verstanden. Muss doch mal. Marianne? Hörst du mich? Marianne hört dich. Was ist los? Alles okay. Wollt nur mal den Stenowalker ausprobieren. Sie nähern sich Zielobjekt. Bitte auf Sicht gehen. Roger, alles unter Kontrolle. Shit, was ist das denn? Ostantivi, was machen Sie? Weiß ich doch nicht. Die Gleitwerke. Irgendwas tickt da durch. Ostantivi, Sie treiben ab. Halten Sie nicht in die gelbe Zone, nicht. Verflucht nochmal! So bleib doch auf Kurs! Energieloch, Energieloch, ach. Hallo Ost, bitte melden! Distendrick, Marianne, verflucht noch eins! Marianne, meld dich! Springen, du musst springen! Scheiße, hol mich hier raus! Schleudersitz, Hebel! Ich will nicht springen! Hebel! Scheiße, links! Hebel, rechts! Lass es bitte der Hebel rechts sein. 3, 2, 1 und... Au, verflucht. Nochmal Glück gehabt. Marianne, hörst du mich? Fehlt gerade noch. PV an Marianne, antworte. Wenn du mich jetzt hörst, ihr müsst sofort Suchroboter losschicken. Schnell, ich bin abgestürzt. Ich bin jetzt... Oh shit. Üble Gegend. Sand. Überall Sand. Das darf nicht die gelbe Zone sein. Hallo. Hallo. Kein Mensch. Keine Wohnbox. Ich krieg einen Knacks. Wenn das die gelbe Zone ist, dann dieser verfluchte Großvater. Das sind sie! Das sind sie! Ich tick aus! Hallo, hier bin ich! Hier bin ich! Ich bin gerettet! Dass ihr mich so schnell gefunden habt, ist ja ein Megaschocker! Der absolute Knacks! Wo, wie habt ihr das... Tag, wie? Aber... Ja, da standst du. Ich hab deinen Funkspruch gehört. Großvater! Junge, ich hab meinen Ohren nicht trauen wollen. Deine Stimme. Ich dachte zuerst dein Vater, aber der... Na, egal. Lass dich umarmen. Ich freue mich über deinen Besuch. Geh zurück. Fass mich nicht an. Wie, was ist denn los mit dir? Du sollst nicht weiterkommen. Bleib, wo du bist. Sag mal, hast du einen Knall? Bist wohl zu lange in der Sonne rumgestiefelt, was? Du bist verseucht. Wenn hier einer verseucht ist, dann du. Und jetzt hör auf mit diesem Unsinn. Du hast ja einen Knacks. Immerhin habe ich dich hier mitten in der gelben Zone aufgelesen. Was? Du lügst. Gott sei Dank hast du einen Schutzanzug an. Shit. Wir müssen... Los, schnell. Bring mich hier raus. So was. Sind die jetzt alle so geworden? Du bist vielleicht komisch. Und deine Mutti und dein Papi? Was? Dürfen die dich auch nicht anfassen, oder was? Ja,
noch besser. Die sehe ich nur übers Videophon. Aber wer sorgt denn dann für dich, um Himmels Willen? Mein Compu. Mary Ann, wer sonst? Wer bitte? Mary Ann, mein Compu. Hast du keinen Compu? Wird mir gerade noch fehlen. Wie? Du hast keinen Compu? Ist ja ein Megaschocker. Ich brauch keinen. Hat dir denn deiner geholfen, als du abgestürzt bist? Meinst du, ich bin verseucht? Glaube ich nicht. Aber wir können dich ja gleich mal checken, wenn du aussteigst. Hattest ja den Schutzanzug an. Stimmt. Du musst einen Knacks haben. Aber total. Du wolltest mich anfassen, obwohl du dachtest, ich bin verseucht. Voll den Knacks. Ich hatte mich gefreut, dich zu sehen. Sag ja, absoluter Spinner. Was ist eigentlich hier hinten in der Kiste drin? Nimm deine Finger da weg, da ist nichts drin. Nicht? Glaube ich nicht. Dann glaubst du es eben nicht. Achtung, wir landen, halt dich fest. Willkommen. Was ist das denn? Wo ist denn deine Wohnbox? Das da ist mein Haus. Haus? Ein Haus. Mit Fenstern und Türen. Kommst du nun? Du spinnst. Voll den Megaknacks. Lass dir mal eine Wohnbox kommen. Vielen Dank für den Tipp. Warte, du musst mich erst checken. Ich muss gar nichts, verstehst du? Ich bin nicht dein Compu oder wie dieses Zeug heißt. Ich habe dich außerdem auch nicht gebeten zu kommen. Warte, Opa, jetzt beruhig dich doch. Ich habe mir dich auch nicht ausgesucht, genauso wenig wie deinen Vater. Himmel, Herrgott, Sakrament. Ist ja schon okay. Dein Zimmer ist oben. Geh schon. Mein was? Deine Wohnbox. Und jetzt lass mich in Ruhe, morgen fährst du wieder. Da habe ich gar nichts dagegen. Mary Ann, hörst du mich? Mary Ann, melde dich. Mega, da war was. Hier ist PV, Mary Ann. Alte Schachtel. Verbindung undeutlich. Position angeben. Ich bin in Großvaters Wohnbox. Sekunde. Hier spricht Mary Ann. Hörst du mich? Und wie? Du musst mich hier rausholen, aber schnell. Ist er gefährlich? Quatsch. Ein harmloser Trottel. Völliger Knacks. Hör zu, ich habe keine Lust mehr auf diesen blöden Auftrag. Kickst du das? Du warst von den Bildschirmen verschwunden. Wo bist du gewesen? In der gelben Zone. Ich bin abgestürzt. Ihr braucht euch aber keine Sorgen zu machen. Mary Ann muss Meldung erstatten. Was? Ich bin okay, versiffter Compu. Ich bin absolut okay. Hol mich hier raus. Du sollst deinen Großvater beobachten. Ich habe aber keine Lust mehr. Du hast gesagt, dass ich morgen wieder zurückkomme. Ich will wieder in meinen Erlebnisraum. Erst der Auftrag. Wollt ihr mich hier versumpfen lassen? Du musst ihn beobachten. Hat er verdächtige Gegenstände? Aber dann holt ihr mich raus. Ich melde mich heute Nacht. Wegen harmloser Trottel. Ganz schön clever, mein Großvater. Das ist es. Genau wie heute Nachmittag. 100 Pro. Der Karton aus dem Willows Beat. Na komm, rappel nochmal. Komische Kiste. Aber das werde ich sofort rauskriegen. Na, Bibi? Hast du mich erschreckt? So? Tut mir aber leid. Was machst du hier eigentlich auf dem Speicher? Ich wollte nur... Du spionierst mir also hinterher? So eine Unverschämtheit, Herrgott im Himmel. Quatsch. Du bist ein Spion. Ein billiger Spion. Absoluter Mega-Quatsch. Das stimmt alles nicht. Wer hat dich geschickt? Ein Computer? Dein Vater? Niemand. Jetzt hör mir doch erstmal zu. Ich will dir helfen. Das ist ja wohl der Gipfel. Mary Ann hat mich geschickt. Surely, aber ich trick sie aus. Dein Compu also. Und du gibst es sogar zu. Mega Knall, ich verrate dir doch nicht. Lüge, das glaubst du doch wohl selber nicht. Die würde dich doch nie wieder zurückholen, wenn du nicht alles meldest. Nein, das kannst du mir nicht weismachen.
du? Das sind doch alles Ausflüchte, glatte Lügen. Nie mehr Erlebnisraum? Jetzt tu nicht so, du bist ein Spion. Dann muss ich wissen, was in diesem Karton ist. Nimm deine Finger weg. Tut mir leid, aber das ist ja ein Tier. Ein Fliegtier. Du bist ein Lump. Aber was, wie? Die gibt es doch gar nicht mehr. Wo hast du das denn her? Aus der gelben Zone. Genau wie dich. Und genau wie für dich werde ich auch für dieses Tier sorgen. Ist das klar? Und jetzt verschwinde und mach deine Meldung. Aber dann ist es ja verseucht. Anzunehmen. Hat ja keinen Schutzanzug wie du. Was willst du noch? Komm, Kleines. Ich tue dir ja nichts. Nein, du darfst es nicht anfassen. Geh und mach jetzt deine Meldung. Du darfst es nicht anfassen. Was soll das? Pack das Spielzeug wieder ein. Das ist eine Laser. Ich warne. Opa, bitte. Du wirst dich anstecken. Das ist doch wohl mein Risiko. Pivi, ein lebendiges Tier. Das ist ein Wunder. Vielleicht das letzte Tier überhaupt. Ich kann mir das gar nicht erklären und ich werde versuchen, es zu retten. Dann muss ich es eben auslöschen. Dann musst du mich gleich mit auslöschen. Komm her, Kleines. Lass es los. Du sollst es loslassen. Denk ich gar nicht dran. Nun? Was ist nun? Du bist ein versiffter, dreckiger Megaknaller. Ein doofer Trottel. Du bist ein absoluter Megaknaller. Ich werde Meldung machen. Da kannst du sicher sein. Ich glaube nicht. Liebe Güte. Das war knapp für uns beide, was? Er ist gar nicht so schlecht. Hast du Hunger? Etwas Multipumpe? Hat noch niemandem geschadet. Warte. Ich werde dir was zubereiten. Mary Ann, hörst du mich? Mary Ann hört dich. Ich habe nichts gesehen. Dreck, was? Ich muss ihn weiter beobachten. Hast du das getickt? Mary Ann tickt. Meld mich wieder. So ein verfluchter Trottel. Macht mir alles kaputt. Schau an. Du kannst sogar sprechen. Hat's dir geschmeckt? Ich hab's doch gewusst, dass du es schaffen wirst. Mary Ann wünscht dir guten Morgen. Guten Morgen. Schepperdreck. Pass auf, ich hab was total Verdächtiges für dich. Absoluter Knall. Mary Ann tickt. Es ist jetzt 9 Uhr. Und er hat noch immer keine Molto-Pampe zubereitet. Der macht, was er will. Ein absoluter Zeitknacks. Das ist uninteressant. Du sollst verdächtige Gegenstände suchen. Also hör mal, soll ich etwa verhungern? Wenn du zurückkommst, gibt es super schmackhafte Molto-Pampe. Molto-Pampe super. Molto-Pampe gelb. Okay, also ich versuch's nochmal. Sekunde. Mary Ann hat Input. Mary Ann soll sagen, dass morgen früh Punkt 9 ein Velospeed kommen wird und dich wieder zurückbringt. Ist ja super! Kleines Flügeltier. Geht schon viel besser. Hm? Und wie? Hey, was ab, nicht so schnell. Wo bist du bloß hergekommen? Kannst du mir das verraten? Weißt du, solche wie dich gibt es schon seit 20 Jahren nicht mehr. Mindestens 20 Jahre. Hm? Jetzt ein Geheimnis für dich? Warum kann ich verstecken? So, na, dann ruh dich mal. Nee. Du drückst einen Ring am Fuß. Ganz was Feines. Nein, hab keine Angst, ich tue dir ja nicht. Dein Name? Nee. 9. Mai. Ein Datum, ne? 9. Mai. 1. Was ist denn gefahren? Opa, ich darf wieder zurück. Du glaubst es nicht. Der absolute... Jetzt mach doch nicht so krach. Es tritt ja Angst. Wer? Ach so, du gibst dich noch immer mit diesem versifften Tier ab? Ach, na, egal. Nichts geht ihm schon besser. Wirklich, du pass auf. Die schicken mir den Velospeed vorbei. Ich darf wieder zurück in meine Wohnbox. Stell dir das vor. In meinen Erlebnisraum. Der absolute Megaknaller. Krieger im Himmel, gefällt dir doch diese furchtbare Sprache ab. Du hast ja einen Knacks. Ja, es tut mir leid, Pippi. Ich bin eben altmodisch. Tut mir leid.
Hätte gehofft, ihr wird bei mir ein bisschen gefallen. Hat's mir ja auch, surely. Wirklich? Sag ich doch. Aber das mit dem Fliegtier, das musst du lassen. Ja, stimmt. Das muss ich ganz vergessen. Dass du sowas anfassen kannst? Ekelhaft. Ich hatte da was entdeckt. Ein Ring am Fuß. Und wann essen wir Molto-Pampe? Ja, gleich. Nur warte doch. 9. Mai. 1976. 1976? Ja, aber... 1976, ist doch klar. 1976. 1976. Was ist denn? Du bist ja ganz bleich. Fliegt er jetzt nie und nimmer 60 Jahre alt. Alles, was ich weiß, vielleicht 4 oder 5 Jahre oder 10, aber 60, dann niemals. Ne? Hat ihm eben irgendeiner einen alten Ring dran gemacht? Ja, wer, Pivi? Was weiß ich, irgendjemand eben. Ja, so, mitten in der gelben Zone? Nein, das will ich rauskriegen. Wir beide, wir werden mal einen kleinen Ausflug machen. Was hast du vor? Ich werde mit dem Tier zu der Stelle fahren, wo ich es gefunden habe. Und meine Molto-Pampe. Ach so, ja. Naja, die kannst du dir ja schon mal selber machen, oder? Weißt du was? Ich fahr mit dir. Hat ja noch Zeit bis morgen früh. Ein richtiges Erlebnis. Ja, ich mach schon mal den Willows Beach Start klar. Und ich hol meinen Schutzanzug. Hier, Pivi. Mary Ann, hörst du mich? Mary Ann hört dich. Er macht einen kleinen Ausflug. Ich werde ihn beobachten. Melde mich wieder. Warte. Hier bin ich nochmal. Das stimmt doch morgen mit dem Velospeed. Mary Ann lügt nicht. Super. Mann. Hä? Lauter. Als ich dich damals gefunden habe, wie war das eigentlich mit deinem Velospeed? Die stürzen doch sonst nicht so leicht an. Ja, Also die vom Tower, die haben da immer was gerufen. Ja, was denn? Warte mal. Energie. Energie, ja, was denn? Hä? Energielauch, genau. Ist aber seltsam. Ja, was ist denn? Wir müssen in die andere Richtung. Ja, ich weiß schon. Die Blutwerke. Irgendwas klemmt da. Genau wie damals. Opa, du musst was machen. Ja, versuch ich ja. Hilfe! Du musst den Tower anrufen! Das kann ich nicht! Halt sie fest! Wir versuchen mit dem Schleudersitz! 3, 2, 1 und... Die Masse blockiert! So etwas setzt er weg! Jetzt ist alles umsonst! Irgendetwas sammelt uns mit einer ungeheuren Kraft an! Billy! Junge! Opa! Hilfe! Die Rutsche! Au! Herr Gott im Himmel, bitte sag was. Was ist los? Er lebt noch. Bist du heil? Hast du dir was gebrochen? Was ist denn? Beweg dich mal. Streck deine Beine mal durch. Au. Ja, komm. Ich glaube, es ist alles okay. Au, mein Kopf. Hab ich eine Beule. Na, die geht wieder weg. Wo sind wir denn hier gelandet? Das ist ja ein Riesenloch. Wir müssen das Dach mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit durchschlagen haben. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt noch leben. Opa, lass uns wieder abdüsen. Womit denn? Das Velospeed, ach du lieber, das dauert Wochen, bis das wieder flugtüchtig ist. Wenn überhaupt. Du machst einen Gag. Na, warte mal, wir müssen uns hier weiter umsehen. Verfluchter Sif noch eins. Ich hab die Schnauze voll. Ich hätte niemals mit dir mitfliegen sollen. Es nützt nichts, dass du dich so aufregst. Gehst du mit? Wohin? Ja, wohin? Das Haus erforschen, ob da vielleicht Menschen drin sind. Nicht mit mir. Das kannst du alleine machen. Ich werde meinen Kompio alarmieren. Mary Ann! Mary Ann, hörst du mich? Mary Ann, melde dich! Shit, Mary Ann! Dein Kompio, vergiss ihn. Jetzt müssen wir selbst was machen. Psst, so laut. Uralte Wohnbox. Ob die Menschen hier gefährlich sind? Sind das überhaupt Menschen? Sind wir auf dem Mars gelandet?
Ich habe mal im Erlebnisraum... Da kommt jemand, schnell weg! Ja, dann nimm das doch nicht auf. Wir müssen riskieren. Ich werde uns verteidigen. Mach bloß keinen Unsinn. Lass mich die Verhandlung führen. Da! Ja, seien Sie gegrüßt. Nun lassen Sie mich mal durch. Komm vom Markt jetzt. Ja, sicher, sicherlich. Oh, das wird schwer. Danke. Wissen Sie, wir sind mit dem Willow Speed abgestürzt. Ja? Entschuldigen Sie, bitte, wir wollten nur mal schauen. Hast du die gesehen, wie die angezogen war? Absoluter Schrott. Museum. Sie, sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich hier? Ja, entschuldigen Sie, wir... Pausieren und rumlungern ist in diesem Haus verboten. Wer hat denn die überhaupt reingelassen? So ein Schäberdreck. Ist ja zum Kotzen. Ich will mir ein Compu. Geben Sie Input. Mary Ann soll uns retten. Wie? Du sollst doch nicht... Also, was soll denn das? Haben Sie nicht getickt? Das ist doch der Gipfel. Du Rotznas, du. Ich werde dir die Ohren langziehen. Halt. Nicht, ja? Bleiben Sie stehen. Das ist eine Leser. Wie? Hör jetzt mit dem Unsinn auf. Du denkst wohl, ich bin ein Vollidiot. Eine Spielzeugwaffe. Komm, gib sie her. Heiliger Himmel. Ich warne Sie. Zum letzten Mal. Unverschämt. Das wird eine Katastrophe, Bibi. Hallo, was ist denn hier für ein Krach? Jana, du misch dich da nicht ein. Entschuldige, vielleicht kannst du uns helfen. Diese beiden Hausierer wollten randalieren. Und ich als Hausmeisterin habe die Pflicht, sie da ran. Das sind doch meine Freunde, Onkel Eduard und Peter. Was? Ich warte schon seit Stunden. Warum habt ihr denn nicht geklingelt? Der Kuchen wird schon kalt, der Kaffee. Seid ihr mit dem Bus gekommen? Was? Also das wie ist doch... Zisch rein. Puh. Nimm sie mir mal endlich die Leser. Ich denk ja gar nicht dran. Pizzboy, oder habt ihr einen Haschmich? Entschuldige bitte, ich möchte mich natürlich erstmal bedanken. Wag, nichts zu danken. Ich finde die Jakulat bloß so ätzend. Von wegen Hausmeisterin. Ein richtiges Brechmittel ist es. Ja, sicherlich, aber vielleicht kannst du uns sagen, welche Zeit wir gerade haben. Moment. Viertel vor fünf. Nein. Du sollst sagen, welches Jahr wir haben. Ja. Ihr habt ja echt eine Meise. Seid ihr vom Mond? Ja, so ähnlich, ja. 1987 haben wir. Ach, soll ich die Zeit holen? Liebe Güte, die hat einen Megaknatz. Zeitknatz. Hier. Oh, Papier, du sei vorsichtig. Seine unvorstellbare Kostbarkeit. Was steht da? VfB Stuttgart gegen Bayern München. 3-2. Hey, das ist Sport. Und Wahlveranstaltungen mit Bundeskanzler. Ist doch alles Schrott. Kann ich mal deinen Computer benutzen? Ich hab keinen. Zu teuer. Mutti hat nicht so viel Geld. Schäberdreck. Hör auf, rumzunerven. Versiffte Wohnbox. Du willst mich bloß schocken. Spinnst du? Hast du ein Radlauf? Nimm deine Finger da weg. Wo hast du ihn versteckt? Nimm deine Finger da weg und leg die Handtücher wieder rein. Aber sofort. Wo ist dein Computer? Deine Mary Ann. Deine Dora. Tickst du denn das nicht? Raus. Ich verbiete dir das... Dann nebenan. Nein, da gehst du nicht rein. Ein Videofon? Wo ist das Bild? Das ist ja alles Schrott. Mary Ann? Mary Ann? Du Spinner, kriegt die wieder ein. Raus, ich hätte euch nie reinlassen sollen. Mutti kommt gleich zurück. Opa, sag, dass das alles nicht wahr ist. Erlebnisraum, ein Comic-Trip, alles ein Gag. Tja, Vivi, es ist so. Wir sind im Jahr 1987 gelandet. Surely? Absolut surely? Tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Ich? Scheiße. Was hat er denn? Das ist sehr schwer zu erklären. Also... Ich will erst noch was zu essen. Ich wollte morgen früh zurück. Ich hatte gedacht... Ja, nichts mehr da. Ich habe dir was Milch gebracht. Ach, ich weiß nicht. Mir ist schlecht. Nun, ich bin so down. Gar nicht so übel. Wie heißt das? Wir trinken nämlich nur Molto-Pampe. Das ist Milch von Kuh. Mu. Mu? Oh Mann, ihr geht wirklich an die Nerven. Wie es mit Peavy und seinem Großvater im Jahre 1987 weitergeht und ob sie wieder in das Jahr 2038 zurückfinden, erfahrt ihr im zweiten Teil unseres Science-Fiction-Hörspiels Schleuse zur Zukunft am nächsten Sonntag, wie immer 14 Uhr hier auf SDR 2.
Die sind ja für Babys. Also hör mal, müsste eine geknallt haben? Sag mal, die sind spitzenmäßig. Ja, sag mal, was geht denn hier vor? Streiten könnt ihr euch draußen. Ihr vergraut mir sowieso die Kunden, also verzieht euch ab nach Hause zu Mutti. Da hast du's. Was bringst du auch so einen Schwachkopf mit? Kann ich doch nicht wissen. Sie auch, junger Mann. Der Computer ist sowieso viel zu kompliziert für Sie. Was für ein Programm? Ich hab gesagt, mach eine Mücke. Omega. Ich gehe auf Omega. Woher weißt du das? Cursor. Handbetrieb. Absolute Steinzeit. Hey, warte. Tommy, Mario. Wo ist der verfluchte Energiepatch? Wie bitte? Kenn ich nicht. TV, liegst du das? Lass mich in Ruhe. Ein Computer ist viel zu blöd. Also werde ich mal die anderen anzapfen. Es müsste doch... ein Energietransfer. Hey, was machen Sie da? Das geht nicht. Mann, das ist ein Knall. Der kann was. Mega Knaller. Und... Computer Nummer 3. Das ist unmöglich, es gibt keine Verbindung. Kiste 4? Na also, zapp. Ich hab doch gewusst. Echt stark. Gut, das ist eine Nummer. Ein Crack ist das. 5 und 6. Aufhören. Sie bringen... Du bringst den Stromkreis durcheinander. 7 und... Acht. Junger Mann, bitte. Ich bitte Sie, Sie sind ein Genie, aber bitte hören Sie auf, meine Geräte zu traktieren. Hör auf, Bibi. Ihr sprengt das ganze Haus in die Luft. So, und jetzt wollen wir mal sehen. Oh, mein Schatz. Sie, wir müssen mir alles erklären, aber bitte lasst Sie mich. Miren, hörst du mich? Hier ist Bibi, in 1987. Miren, melde dich. Bibi, hör auf. Du bist der Größte. Aber lass es jetzt. Marianne, das ist der Kasten. Jetzt melde dich endlich. Also, ich darf das alles nicht glauben. Hier, Marianne. Hier, Marianne. Ich höre dich. Marianne, ich bin in 1987. Du musst uns retten. Das Energieloch. Marianne. Scheiße, wie schnell. Tommy, ihr müsst ihn nehmen. Die Polizei, wir müssen ihn abhauen. Hey, halt. Warten Sie! Sagen Sie mir wenigstens Ihren Namen! Der Nobelpreis! Sie müssen vorgeschlagen werden! Sie sind ein Genie! Halt, warten Sie! Das heißt Fahrrad! Nur keine Luft mehr drin! Was? Fahrrad? Bewegst du den Levitationsroboter? Den was? Ach, nichts. Fertig! Und wie fährt es? Lauf dir ein? Oder sollen wir erst morgen losfahren? Du musst, so wie Jana und Tommy. So? Ja, Fuß aufs Pedal. Ich gebe dir einen Schubs. Anderen Fuß auch. Sitzt du gut? Es geht. Feste Trampeln. Und los! Hilfe! Nein, nicht! Weg zur Seite! Mist, nicht Jana, es! Was macht der Fahrer? Aua. Hast du dir wehgetan? Oh. Du bist aber auch eine lahme Ente. Deine Hand blutet. Schlimm? Gib dir Mordskruste. Lass meine Hand los. Was ist denn? Das ist verboten. Niemand fasst sich an in 2038. Du Spinner. Ja, hast du das auch gesehen noch? Ich weiß immer, diese schöne grüne die Wiese da. Sieht aus mit der gelben Blume, ja? Ja. Boah, stark. Aststark. Bärenstark. Keine Düsen mehr. Ist das wirklich echt? Bestimmt echt? So ein Flugzeug habe ich noch nie gesehen. Dürfen wir das Velospeed mal anfassen? Ja, sicher doch. Ist ja sowieso kaputt. Also die Jana ist ja okay. Aber die beiden da. Meinst du, wir können denen trauen? Hm? Weiß auch nicht. Sie haben gesagt, sie könnten das Velospeed reparieren? Function? Ach, das meinen die. Ja, wo hast du die denn kennengelernt? Schepperdreck. Hätte ich fast vergessen. Also ich bin noch mit der Jana in dieses komische Haus da gegangen. Naja, trotzdem. Er kann meinetwegen aus der Zukunft kommen. Er ist ein Blödmann und blöd bin, dann helfe ich nicht. Mensch, Jana. Du bist eine Spielverderberin. Ihr fallt einfach auf ihn rein. Aber das Velospeed ist hundertprozentig echt. Das war doch die Schau. Ja,
Muss das sein? Ja, natürlich. Wie geht das denn? Ja, aber du gibst dem Mädchen ganz einfach die Hand. Was? Ja, nun komm schon, 1987, da ist doch alles okay. Shit, Hand geben, alles verseucht. Also, entschuldigt mal, wenn ich euer Gespräch kurz unterbreche. Macht nix. Der Vivi hat mir erzählt, wie sehr es ihn gefreut hat, dass sie ihm geholfen hat. Und jetzt möchte er... Also das... Also, mir ist es egal, wenn du... Ich geb dir die Hand. Was? Mensch, schnell, Jana. Gib ihm die Flossen. Ich blick gar nichts. Juhu! Astschau! Heiliger im Himmel. Dankeschön, danke. So, ihr kennt mich ja noch nicht, darf ich mich vorstellen. Max van der Holt. Ich war früher mal Wissenschaftler. Mario. Tommy. Ja. Sie kommen wirklich aus dem Jahr 2038? Du kannst meine Hand ruhig wieder loslassen. Ja, sicher. Stark. Besonders die Stelle, pass auf. Noch viel mehr. Würde ich machen. Wenn ich König von Deutschland wär. Das alles und noch viel mehr. Würde ich machen. Hey, du passt ja gar nicht auf. Doch, doch. Würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wär. Noch viel mehr. Na, na, na. König von Deutschland. Bewegliche Kacheln. Kera-Membrane. Astscharf. Sogenannte Keras, die Außenhaut des Velospiz. Sie speichern die Sonnenenergie und mit Sonnenenergie, da fährt das Velospiz. Ist doch Baby. Mensch, Baby, wie das mit, ist doch extra spannend. Naja, wie mit... Wie mit Benzin. Ja, ja, genau, Treibstoff. Also, jetzt müsste sie abbrechen. So. Und mit der Hand, dann, ja, so, so, richtig, ja. Und die passenden Stücke, die schraubt er dann auf die, hier auf die offenen Stellen. Ne? Affenstaub. Darf ich mal? Das geht ja einfach. Das ist doch Roboarbeit. Absoluter Siff. Also, jetzt hör mal, Vivi. Videophone, Erlebnisraum. Jana, das ist absolut high. Nicht solche Glotzkästen, wie ihr sie habt. Du meinst Fernseher? Fernseher. Wir... Tick das doch. Erlebnisraum ist wie, als wenn du in den Fernseher reinsteigst. Du kannst in allen Programmen mitspielen. Survival Gag. Das totale Erlebnis. Wir können da sogar zusammen rein. Das glaube ich nicht. Fernseher zum Reinsteigen? Eine Kachel. Eine Kera. Festhalten. Und sitzt. Oh. Und sitzt. Sitzt. Echt. Der Megaknaller. Wir schaffen's. Und dann düsen wir alle zusammen in die Zukunft. Ich muss dir was sagen. Du kannst einen total down machen. Ich werde nicht mitfliegen. Du machst einen Gag. Ich glaube, ich fühle mich hier ganz wohl in meiner Zeit. Nicht alles, aber ich... Schepperdreck, du kommst mit. Lass mich los, spinnst du? Ist mir so egal, ob du mitkommst. Tickst du das? So egal ist mir das. Aber du kommst mit. Und wenn ich einfach... Ich warne dich. Eins, zwei, drei. Au! Ich hab dich gewarnt. Du hast ja einen Megaknall. Und du nimm mir alle Tassen im Schrank. Dove, ich denk, wir sind Freunde. Wir haben uns die Hand gegeben. Freunde? Ich denk, du hast keine. Null Freunde. Jana, du bist blöde. Bitte, du darfst nicht. Du musst mitkommen. Pivi, du kannst keinen Menschen zu etwas zwingen. Das ist mir ja so verdammt egal. Dann soll sie eben hier bleiben. Wo sind eigentlich Mario und Tommy? Die wollten doch schon längst... Dann bleibe ich eben auch hier. Na, also. Es ist sowieso fraglich, ob wir mit unserem Velospeed den Zeitsprung schaffen. Surely schaffen wir ihn. Wir fahren. Ja, was denn nun, Pivi? Schau mal, hier geht's uns doch gut. Blumen, Luft, ja sogar frische, gute Luft. Bleib doch hier. Überleg mal. Na, was nun? Na? Was? Entschuldigung. Ich habe noch so lange bei Tommy gewartet. Der darf nicht raus, Schularbeiten. Wir sollen ruhig ohne ihn fahren, hat er gesagt. Du willst also mit? Mario, spinnst du? Nein. Heiliger. Klar will ich mit. Ich habe schon einen Brief an meine Eltern geschrieben, dass sie sich keine Sorgen machen. Dann fahre ich eben mit Mario. Komm. Was ist denn los? Das ist doch toll. Wir kommen doch wieder zurück. Ich bringe ein Velospeed mit. Dann haben wir Geld. Sie will nicht mit?
Wirklich? Wirklich. Komm, wir müssen los. Opa, kommst du auch? Nein, 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 so geht das alles nicht. Das ist doch viel zu gefährlich. Außerdem, wo sollen wir überhaupt starten? Ja, Ich habe mir schon was überlegt. Wenn wir Sonnenenergie brauchen, müssen wir in die Wüste fliegen. In die Sahara. Mensch, Mario, du bist ein Volltrottel. Herr van der Holt. Gott, Sakrament, dann fliege ich eben mit. Ist doch sowieso zwecklos. Es geht nicht mit dem Velospeed. So ein Unverstand. Wir sind bald wieder zurück. Jana, komm mit. Bitte. Ich verstehe gar nichts. Nein, ich will nicht. Wir kommen doch zurück, oder? Anschnallen. So, noch 15 Sekunden. 14. 13. Warte, ich schenke dir was. 12. Was ist denn das für ein Shit? 11. Du kannst es reinschreiben. Jeden 10, Tag. Schickst du es mir dann 9, zurück, ja? Tschüss. 8. So ein Siff. 7. Achtung, zurücktreten. Tschüss, Jana. Tschüss. 6. Tschüss und mach 5, dir keine Sorgen. 4. Das sein? Es sind ja null Bilder drin. Das ist ein Tagebuch. Zum Reinschreiben. Schreiben? Bin ich ein Robo oder was? Die Alpen. Da, da unten. Das Weiße? Ja, das ist Schnee. Ewiger Schnee. Aha. Selbst im Sommer. Und das? Bitte, Jana. Ich soll ja schreiben. Hätte doch mitkommen können. Das ist Italien. Boah. Ah. Haben wir ein Tempo drauf? 11.000 Stundenkilometer. 11.000. Mensch. Jetzt? Wohin jetzt? Immer geradeaus. Aha. Da muss gleich hinter dem Meer wieder Land kommen. Ah ja. Ja, da. Das muss Afrika sein. Das da? Das, genau. Aha, das Graue da, ja? Die Wüste. Ja, Achtung. Ich gehe auf Landung. Ihr könnt alles. Unvorstellbare Computerprogramme, vollautomatische Technikwelt. Was ich dich gern mal fragen würde. Mir ist heiß. Zum Kotzen heiß. Seid ihr eigentlich schon zum Mars geflogen? Gibt's außerirdische Wesen? ETs? Opa, wie lange sollen wir hier noch herumhängen? Noch 3 Jahre. Was? Vernichtet Terra-Membrane. Was ist eigentlich in der Zwischenzeit passiert? Im Jahr 2000 zum Beispiel. Wie ist alles weitergegangen? Dreck, kannst du nicht endlich mal deine Schnauze halten? Mir ist schlecht, tickst du das? Wegen Jana? Wegen Jana? War wohl ein Gag, was? Was? Ich werd nicht mehr. Das ist sie. Jana auf einem Fahrrad. Hey, Jana. Hey, sprichst du nicht mehr mit mir? Unmöglich. Wie kommt die denn hierher? Das ist bestimmt eine Fata Morgana. Das ist deine Fata Morgana! Bleib stehen! Du sollst stehen bleiben! Opa! Sie bleibt nicht! Warte, Jana! Warum wartest du denn nicht? Ich will das nicht mehr! Mensch, PV, das war eine Fata Morgana, eine Einbildung. Ist mir egal. PV, was machst du denn? Er hat eine Fata Morgana gesehen und dachte, Jana wäre hier. Na, nun komm, ist ja wieder gut. Wir können sowieso nicht zurück. Die Sonnenenergie, die reicht nicht für den Zeitsprung, nie und nimmer. Was? Wirklich? Surely? Hier in der Sahara? Ja, die Keras laden nicht genug Energie, es hat keinen Zweck. Das ist ja blöd. Ich habe mich so darauf gefreut. Ich mich auch. Aber wenn es nicht geht, dann geht's eben nicht. Nicht wahr, Opa? Richtig. Kommt ins Velospeed. Diese Hitze ist ja mörderisch. Die wird Augen machen. 100 pro. So schnell sind wir wieder da. Damit hat sie nicht gerechnet. Aber wenn es nicht anders geht... Warum funktioniert's denn nicht? Na ja, schalt mal auf.
Wir brauchen eine Maximalenergie. Aber wir können es doch wenigstens ausprobieren. Ein Versuch. Und wäre das nicht toll? Ihr könntet wieder zurück in eure Welt und ich düse mit einem Velospeed zurück ins Jahr 1987. Und alles wäre in bester Ordnung. Ein Versuch. Herrgott, Sakrament, also gut. Ein letzter Versuch. Mario, tust du mir den Gefallen und kontrollierst mal die Sauerstoffdüsen? Sofort. Die? Genau. Guck mal, ob die Ringe festsitzen. Billy, hör mal. Willst du wirklich zurück? Weiß nicht. Hast du dir schon mal überlegt, was uns blüht, wenn wir zurückkommen? Sitzt alles fest! Gut. Die anderen Düsen auch, ja? Nee, warum? Wieso? Ich glaube, wir werden ziemlich Ärger kriegen. Du solltest mich kontrollieren und dann bist du selbst plötzlich mit mir zusammen verschwunden. Selber Dreck. Du meinst... Also pass auf. Ich simuliere einen Start, dreh einmal kurz auf und dann lass ich das gut sein, okay? Okay. Ist alles in Ordnung? Na schön. Dann glaube ich, sollten wir den Versuch wagen. Jetzt oder nie? Right. Jetzt oder nie? Mensch, meine Hände sind schon ganz voll. Drei, zwei, eins, zack. Hoffentlich. Seid ihr angesagt? Opa, noch bloß kein Schild. Ich hab alles unter Kontrolle. Achtung. Maximal drauf. Nein! War es das? Mensch, war das der Zeitsprung? Opa, was ist mit dir? Ich glaube, ich habe meinen Arm verstaucht oder gebrochen. Zeig mal. Nein. Du musst jetzt lenken. So ein siffiger Dreck. Wo sind wir überhaupt? Ja, wo sollen wir schon sein? Sahara, wie kommen wir? Hier, Mary. Hörst du mich? Was ist das? Das? Weiß nicht. Es kommt von deiner Armbanduhr. Armband? Ach, das Dänewalker. Das heißt ja, dass... Deine Marianne. Willkommen zu Hause. Das Jahr 2038 hat uns wieder verdammt. Mensch, ist das stark. Seit 3 Tagen hängen wir jetzt schon in der Leerbox. Noch immer kein Medicompu aufgetaucht, der sich um Opas gebrochenen Arm kümmert. Jana, ich weiß nicht, ob du das jemals lesen wirst. Seit gestern hat Opa Fieber. Er sagt zwar nichts, aber sonst hat er ja immer irgendwas gesagt. Lange halte ich das nicht. Was schreibst du denn? Psst, knackst du da was? Ich wollte doch bloß wissen. Hm. Ach so, du meinst. So ein Blödsinn. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist doch normal. Normal? Du verdammter Idiot. Kriegst du denn überhaupt nichts? Opa ist krank. Und was machen die? Absolut nichts. Was? Du hast ihn aufgeweckt. Was schreit hier denn so rum? Ich schreie überhaupt nicht. Nicht wahr, Herr van der Holt? Das ist bestimmt nur ein Irrtum. Eine Laseroperation und der Arm ist wieder repariert. Garantiert. Sie suchen einen Arzt, einen Spezialisten. Bei uns sind auch manchmal die Krankenhäuser überfüllt. Bei euch? Bei uns operieren aber Computer getickt? Und davon gibt's Tausende. Du hast davon gar nichts in Ahnung. Mach bitte nicht so einen Lärm wie mich. Also, Mario, ich befürchte... Ich will hier raus, verfluchter Shit. Mary Ann, tickst du mich? Wir brauchen einen Medicompu. Ihr verfluchten Hirncompus, ihr versifften Dreckschotten. Ein willkommener Besuch. Siehst du? Mary Ann, da bist du ja. Was soll denn der ganze Horror? Seit Tagen hängen wir hier rum. Der Alpha erwartet Sie. Marianne? Eigentlich ein Himmel der Alpha. Wir brauchen eine Medi und kein Alpha. Tickst du das? Bitte folgen Sie mir. Beeilt euch! Jetzt werden wir empfangen. Bitte folgen Sie mir. Der Alpha erwartet Sie. Bitte nehmen Sie Platz. Marianne, Platz geben. Marianne hat verstanden. Wo ist er denn, der Alpha? Die rote Lampe.
Ein Computer. Es ist der Computer. Der zentrale Computer. Vielen Dank, Herr Schmandauer. Ich brauche mich also nicht mehr vorzustellen. Opa braucht Medikompu. Er hat seinen Arm gebrochen. Tut mir leid, momentan ist keine Kraft mehr frei. Das ist eine Lüge. Es gibt tausende von Computern. Ich finde wirklich... So, eine Lüge. Ja, bist du dann, P.P. Schmandauer, mir erstmal berichten, wo du dich die letzten 3 Wochen aufgehalten hast. Aber das ist doch egal. Wir waren in der Zukunft. Ich meine in der Vergangenheit. Wir waren im Jahr 1987, Herr Alfred. Meine Kennziffer. Meine was? Meine Kennziffer. Er hat keine. Es stimmt, was er gesagt hat. Wir waren in der Vergangenheit. Ich Ihnen, Herr von der Rückung, später. Meine Kennziffer, also. Der tickt das nicht. Mario Petrescu. Einen Augenblick. Es gibt keinen Mario Petrescu. Ich frage jetzt zum letzten Mal, wann werde ich Maßnahmen aufbauen? Nein, ich nehme alle Schuld auf mich. Das war ein Irrtum. Ich verstehe nicht. Ich war schuld. Wegen dem fliegt hier. Ich sollte Opa kontrollieren, aber dann... Unsinn, ist ein Missgeschick. Der Junge ist unschuldig. Halt. Stop. Sie geben falschen Input. Hören Sie auf. Aber ich komme wirklich aus dem Jahr 1987. Ich wollte nur ein Velospeed holen, weil mein Vater arbeitslos ist. Ich hatte gedacht, ich könnte eine Erfindung mitnehmen. Das ist falscher Input. Ich gebe nochmal die Chance zur Korrektur. Opa, mach's was. Ich bin an allem schuld. Ich habe widerrechtlich Wissenschaft betrieben. Ich ganz allein. Ins Gefängnis? Darf ich nicht mehr zurück? Du kannst froh sein, wenn du überhaupt jemals wieder rauskommst. Was? Aber das... Nein, das darf doch nicht wahr sein. Das geht doch nicht. Ihr habt eure Chance nicht genutzt. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr down. Ich verurteile Sie hier mit auf Kokain auf 916b wegen schweren öffentlichen Wortkompios aufbewahren einer nicht gemeldeten Person zur Rechtsstrafe. Sie, Herr von Dauert, und Ihr Enkel, P.P. von Dauert, werden wir sofort in Liquidation zurückführen. Uff, es hat geklappt. Mensch. Schnell, wir müssen fliehen. Raus! Nichts wie raus aus dem Alpha-Raum. Die Sigurke, der wollte uns umbringen. Kannst du noch? Ja, ich geh schon. Gleich haben wir's! Die Tür! Nein, schnell! So ein Mist! Da hinten, da ist noch eine Tür! Ich halte sie auf, ich stell mich dazwischen! Hoffnungslos, perfekt! Natürlich haben wir Notstromaggregate. Versiffter Dreck! Alles nur wegen dir, du Knaller! Ich will aber ins Jahr 2038! Du Blödmann! Wenn ich nicht den Stecker rausgezogen hätte, wären wir schon mausetot. So ein Knacks. Das ist kein Knacks. Vielleicht ist es aber ein Energiecrash mit verminderter Leistung. Im Moment, da macht er noch keinen Mucks, Herr Alpha. Das würde allerdings bedeuten... Shit, wir krepieren hier gleich, wir müssen hier raus. Das stimmt, Herr Van der Hoff. Ja, die Türen sind alle zu. Wir kommen hier sowieso nicht raus. Was? Tickst du nicht richtig? Die haben mit Sicherheit schon eine Kette um den... Kontrollraum gebildet, eine Sperre von Computern und Robots. Ja und? Da kommt nicht durch. Und ob, gib mir die Laser und ich werde sie alle auslöschen. Wie, du spinnst wohl. Aber das ist ja furchtbar. Muss ich jetzt sterben? Opa, warte. Haben wir wirklich null Chance? Unsere letzte Chance ist der Alpha selbst. Der Alpha? Solange er nur mit halber Kraft fährt, da können wir versuchen, ihn umzuprogrammieren. Geht denn das? Das habe ich befürchtet. Der hat keine Konsole. Die ist versteckt. Was hat er nicht? Eine Konsole. Kasten, du Mac. So. Wenn du weiter so rumfummelst, dann... Henniger, jetzt reg ich dich auf. Diese verdammte Alarm-Sirene. Wie kann man die hier bloß aufstellen? Was bitte? Er hat was gesagt. Ach, so unmöglich. Doch, 100 pro. Alpha, lass uns raus. Wir sind unschuldig. Verdammter Shit, Alpha. Ihr habt euch verhört. Nein, wirklich nicht. Sie haben was gesagt. Vielleicht reagiert er nur auf ein bestimmtes Wort. Ein Codewort. Du hast Alarmsirene gesagt. Also gut. Alarmsirene. Alarmsirene, aber das ist doch Unfug. So ein Pech. Wie kann man denn diese verrückte Alarmsirene nicht aufstellen? Geben Sie Order P7. Da, jetzt wieder. Du musst P7 ordern. Vielleicht kann er nur antworten. Alpha, hörst du mich? Alpha hört. Also Alpha, ich gebe dir Order P7. Das würde bedeuten, er muss durch die verringerte Stromzufuhr in seinem Leistungsvermögen gestört sein. Er kann antworten, Befehle entgegennehmen, ungefähr so wie Mary Ann. Ja, genau. Er kann nicht mehr selbstständig ordern. So, jetzt. Die Roboter kommen, wir müssen uns beeilen. Schnell, Opa, sag ihm, dass wir wieder in die Vergangenheit fliegen, dass wir in Ordnung sind. Alpha, hörst du mich? Alpha wird. Wir fliegen gleich in die Vergangenheit. Und du wirst dafür sorgen, dass uns ein Venus-Speed zur Verfügung gestellt wird. Hast du verstanden?
Falsche Eingabe. Shit, was hat er denn? Alpha, was ist falsche Eingabe? Es gibt keine Vergangenheit. Was? Es gibt keine Vergangenheit? Schon gibt's die. Also, Alpha, jetzt hör mal zu. Alpha, ja. Es gibt. Immer, wie kann man einem Computer klar machen, was Vergangenheit ist? So ein Shit. Vergangenheit ist früher. Alpha, wann bist du geboren? Falsche Eingabe. Oh, der Nerv. Alpha, jetzt pass mal auf, hör mir mal zu. Computers werden programmiert und sie existieren dann ewig. Die Menschen aber, die fangen irgendwann mal an. Und dann hören sie wieder auf, verstehst du? Den Anfang nennt man geboren werden und den Schluss sterben. Ja, hast du verstanden? Geboren werden, sterben. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich flipp gleich aus, der Tod. Und zu meiner Geburt sage ich meine Vergangenheit und alles, was ich seitdem erlebt habe. Erlebt. Ich kombiniere alles, was ich seitdem gemacht habe. Ich kann mir programmieren und die verändert sich andauernd, wenn ich immer etwas anderes mache. Hast du mich verstanden? Und das alles ist Vergangenheit. Und das ist mit allen Menschen so und passiert schon seit 18 von Jahren. Sehr erstaunlich. Also, wir drei, Max und Vivi, Hinterholz und Mario, haben eine Vergangenheit. Hier spricht Mary Ann. Alle Robos zur Reparatur von Alpha. Hier spricht Mary Ann. Das ist gut. Und du musst uns retten. Widerstand ist zwecklos. Sie sind umstellt. Mary Ann, ich bin's Vivi. Bitte. Hier spricht Mary Ann. Folgen Sie mit erhobenen Händen. Wer will uns? Die machen uns doch alle. Ganz schlecht. Warum sagt denn der Alpha nicht? Wir müssen Zeit gewinnen. Die Robos reparieren ihn gerade. Hier spricht Mary Ann. Zum letzten Mal folgen Sie unverzüglich. Ja, ist ja schon gut. Wir kommen ja. Mary Ann hat gewarnt. Nein, hier spreche ich, der Alpha. Ich gebe den sofortigen Befehl, die Gefangenen freizulassen. Hast du getickt, Mary Ann? Getickt? Die Gefangenen sind als besondere Gäste des Alpha zu behandeln und dürfen nach Belieben in die Vergangenheit zurückfahren. Heiliger im Himmel, ich danke dir. Wir sind gerettet. Juhu, Peng, wir haben es geschafft. Mary Ann bittet um Informationen. Was ist Vergangenheit? Mary Ann, du brauchst dringend eine Neuprogrammierung. Und Sie wollen wirklich hier bleiben? Ja, weißt du, der Alpha ist ein ganz patenter Computer. Wir haben uns jetzt öfters mal unterhalten und ich glaube, ich könnte doch einiges hier bei uns ändern. Wenn Sie meinen, wir haben es ja auch wieder in Ordnung. Ja, wie du siehst. Wo bleibt denn nur PV? Ah, da kommt er ja. Hi, PV. Ich hatte noch was zu tun. Mensch, ich dachte schon, du willst nicht mit. Stimmt. Was? Sag das nochmal. Ich hab mir gedacht, ich kann doch diesen alten Megaschocker hier nicht alleine lassen. Also nur hör mal, ja? Ich hab ein Geschenk für Jana mitgebracht. Gibst du ihr das? Das Tagebuch? Ja, sie wollte es doch so gerne zurückhaben. Ich hab übrigens alles aufgeschrieben, von Anfang an bis heute. Mensch, Pivi, überleg dir das doch nochmal. Ich komm später nach. Tschüss. Schade. Tschüss. Tschüss, Mario. Und bestell Jana und Tommy schöne Grüße. Und lasst euch mal blicken. Ihr aus dem Jahr 1987. Na klar! Tschüss! Tschüss! Das war das Science-Fiction-Hörspiel Schleuse zur Zukunft von Arno Fischer. Absolute Steinzeit. Hey, warte, Tommy, Mario. Wo ist der verfluchte Energiepatch? Bitte? Kenn ich nicht. PV, liegst du das? Lass mich in Ruhe. Ein Kompi ist viel zu blöd. Also werde ich mal die anderen anzapfen. Es müsste doch ein Energietransfer. Hey, was machen Sie da? Das geht nicht. Mann, das ist ein Knall. Der kann was. Mega Knaller. Und? Computer Nummer 3. Das ist unmöglich. Es gibt keine Verbindung. Kiste 4? Na also, zapp. Ich hab doch gewusst.
echt stark. Gut, das ist eine Nummer. Ein Crack ist das. 5 und 6. Aufhören! Sie bringen. Du bringst den Stromkreis durcheinander. 7 und 8. Junger Mann, bitte. Ich bitte Sie, Sie sind ein Genie, aber bitte hören Sie auf, meine Geräte zu traktieren. Hör auf, Bibi. Ihr schmeckt das ganze Haus in die Luft. So. Und jetzt wollen wir mal sehen. Oh, mein Schatz. Sie, wir müssen mir alles erklären, aber bitte lasst uns... Miren, hörst du mich? Hier ist Bibi, in 1987. Miren, melde dich. Bibi, hör auf. Du bist der Größte. Aber lass es jetzt. Miren, versiffter Kasten. Jetzt melde dich endlich. Also, ich darf das alles nicht glauben. Hier, Miren. Hier, Miren. Ich führe dich. Ich bin in 1987. Du musst uns retten. Das Energieloch. Mary Ann! Scheiße! Wie schnell! Tommy, wir müssen sie nehmen! Die Polizei, wir müssen sie nehmen! Hey, halt! Warten Sie! Sagen Sie mir wenigstens Ihren Namen! Der Nobelpreis! Sie müssen vorgeschlagen werden! Sie sind ein Genie! Halt, warten! Das heißt Fahrrad. Nur keine Luft mehr drin. Was? Fahrrad? Bewegst du den Levitationsroboter? Den was? Ach, nichts. Fertig. Und wie fährt es? Lauf dir ein? Oder sollen wir erst morgen losfahren? Du musst, so wie Jana und Tommy. So? Ja, Fuß aufs Pedal. Ich gebe dir einen Schubs. Anderen Fuß auch. Sitzt du gut? Es geht. Feste Trampeln. Und los! Hilfe! Nein! Nicht! Weg zur Seite! Nein, da gehst du nicht rein! Ein Videofon? Wo ist das Bild? Das ist ja alles Schrott. Mary Ann! Du Spinner, kehrt die wieder ein. Raus, ich hätte euch nie reinlassen sollen. Mutti kommt gleich zurück. Opa, sag, dass das alles nicht wahr ist. Erlebnisraum, ein Komiktrip, alles ein Gag. Tja, Vivi, es ist so. Wir sind im Jahr 1987 gelandet. Surely? Absolut surely? Tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Ich? Scheiße. Was hat er denn? Das ist sehr schwer zu erklären. Also... Ich will erst noch was zu essen. Ich wollte morgen früh zurück. Ich hatte gedacht, ja, nichts mehr da. Ich habe dir was Milch gebracht. Ach, ich weiß nicht. Ne? Oh, mir ist schlecht. Nun, ich bin so down. Gar nicht so übel. Wie heißt das? Wir trinken nämlich nur Molto-Pampe. Das ist Milch von Kuh. Mu. Mu. Oh Mann, ihr geht wirklich an die Nerven. Wie es mit Peavy und seinem Großvater im Jahre 1987 weitergeht und ob sie wieder in das Jahr 2038 zurückfinden, erfahrt ihr im zweiten Teil unseres Science-Fiction-Hörspiels Schleuse zur Zukunft am nächsten Sonntag, wie immer 14 Uhr hier auf SDR 2. Die sind ja für Babys. Also hör mal, müsste eine geknallt haben? Sag mal, die sind spitzenmäßig. Ja, sag mal, was geht denn hier vor? Streiten könnt ihr euch draußen. Ihr vergraut mir sowieso die Kunden, also verzieht euch ab nach Hause zu Mutti. Da hast du's. Was bringst du auch so einen Schwachkopf mit? Kann ich doch nicht wissen. Sie auch, junger Mann. Der Computer ist sowieso viel zu kompliziert für Sie. Was für ein Programm? Ich hab gesagt, mach eine Lücke. Omega. Ich gehe auf Omega. Woher weißt du das? Cursor. Handbetrieb. Absolute Steinzeit. Hey, warte. Tommy, Mario. Wo ist der verfluchte Energiepatch? Wie bitte? Kenn ich nicht. TV, liegst du das? Lass mich in Ruhe. Ein Kompi ist viel zu blöd. Also werde ich mal die anderen anzapfen. Es müsste doch... ein Energietransfer. Hey, was machen Sie da? Das geht nicht. Mann, das ist ein Knall.
Der kann was. Mega Knaller. Und? Compu Nummer 3. Das ist unmöglich, es gibt keine Verbindung. Hallo Ost, bitte melden. Mary Ann, verflucht Nummer 1. Mary Ann, melde dich. Springen, du musst springen. Scheiße, hol mich hier raus. Schleudersitz. Ich will nicht springen. Hebel. Scheiße, links. Hebel rechts. Lass es bitte der Hebel rechts sein. 3, 2, 1 und... Au, verflucht. Nochmal Glück gehabt. Mary Ann, hörst du mich? Fehlt gerade noch. Vivian, Mary Ann, antworte. Wenn du mich jetzt hörst, ihr müsst sofort Suchroboter losschicken. Schnell, ich bin abgestürzt. Ich bin jetzt... Oh shit. Üble Gegend. Sand. Überall Sand. Das darf nicht die gelbe Zone sein. Hallo. Hallo. Kein Mensch. Keine Wohnbox. Ich krieg einen Knacks. Wenn das die gelbe Zone ist, dann dieser verfluchte Großvater. Das sind sie! Das sind sie! Ich tick aus! Hallo, hier bin ich! Hier bin ich! Ich bin gerettet! Dass ihr mich so schnell gefunden habt, ist ja ein Megaschocker! Der absolute Knacks! Wo, wie habt ihr das... Tag, Vivi! Aber... Ja, da standst du. Ich hab deinen Funkspruch gehört. Großvater! Junge, ich hab meinen Ohren nicht trauen wollen. Deine Stimme. Ich dachte zuerst dein Vater, aber der... Na, egal. Lass dich umarmen. Ich freue mich über deinen Besuch. Geh zurück. Fass mich nicht an. Wie, was ist denn los mit dir? Du sollst nicht weiterkommen. Bleib, wo du bist. Sag mal, hast du einen Knall? Bist wohl zu lange in der Sonne rumgestiefelt, was? Du bist verseucht. Wenn hier einer verseucht ist, dann du. Und jetzt hör auf mit diesem Unsinn. Du hast ja einen Knacks. Immerhin habe ich dich hier mitten in der gelben Zone aufgelesen. Was? Du lügst. Gott sei Dank hast du einen Schutzanzug an. Shit. Wir müssen... Los, schnell. Bring mich hier raus. So was. Sind die jetzt alle so geworden? Du bist vielleicht komisch. Und deine Mutti und dein Papi? Was? Dürfen die dich auch nicht anfassen, oder was? Ja, noch besser. Die sich nur übers Videophon. Aber wer sorgt denn dann für dich, um Himmels Willen? Mein Compu. Mary Ann, wer sonst? Wer bitte? Mary Ann, mein Compu. Hast du keinen Compu? Wird mir gerade noch fehlen. Ich will das nicht mehr. Mensch, Pivi, das war eine Fata Morgana, eine Einbildung. Ist mir egal. Pivi, was machst du denn? Er hat eine Fata Morgana gesehen und dachte, Jana wäre hier. Na nun komm, ist ja wieder gut. Wir können sowieso nicht zurück. Die Sonnenenergie, die reicht nicht für den Zeitsprung, nie und nimmer. Was? Wirklich? Surely? Hier in der Sahara? Ja, die Keras laden nicht genug Energie, es hat keinen Zweck. Das ist ja blöd. Ich habe mich so darauf gefreut. Ich mich auch. Aber wenn es nicht geht, dann geht's eben nicht. Nicht wahr, Opa? Richtig. Kommt ins Velospeed. Diese Hitze ist ja mörderisch. Die wird Augen machen. 100 pro. So schnell sind wir wieder da. Damit hat sie nicht gerechnet. Aber wenn es nicht anders geht... Warum funktioniert's denn nicht? Na ja, pass mal auf. Wir brauchen eine Maximalenergie. Aber wir können es doch wenigstens ausprobieren. Ein Versuch. Und wäre das nicht toll, ihr könntet wieder zurück in eure Welt und ich düse mit einem Velospeed zurück ins Jahr 1987. Und alles wäre in bester Ordnung. Ein Versuch. Herrgott, Sakrament, also gut. Ein letzter Versuch. Mario, tust du mir den Gefallen und kontrollierst mal die Sauerstoffdüsen? Sofort. Die? Mhm, genau. Guck mal, ob die Ringe festsitzen. Billy, hör mal.
Willst du wirklich zurück? Weiß nicht. Hast du dir schon mal überlegt, was uns blüht, wenn wir zurückkommen? Sitzt alles fest! Gut. Die anderen Düsen auch, ja? Nee, warum? Wieso? Ich glaube, wir werden ziemlichen Ärger kriegen. Du solltest mich kontrollieren und dann bist du selbst plötzlich mit mir zusammen verschwunden. Selber Dreck. Du meinst... Also pass auf. Ich simuliere einen Start, dreh einmal kurz auf und dann lass ich das gut sein, okay? Okay. Ist alles in Ordnung? Na schön. Dann glaube ich... Sollten wir den Versuch wagen, jetzt oder nie? Right, right. Jetzt oder nie? Mensch, meine Hände sind schon ganz voll. Drei, zwei, eins, Start. Hoffentlich, hoffentlich. Seid ihr angesagt? Opa, noch bloß kein Schild. Ich hab alles unter Kontrolle. Achtung, maximal noch. Hilfe! Nein! Nicht! Verflucht doch eins! Es dreht schon wieder! Der Feind ist um! Bereits geschafft! Juhu! Das darf nicht wahr sein, bitte! Bitte mach das nicht wahr! Eine Idiotie! Nein, ich will! Membrane. Ah, scharf! Sogenannte Keras, die Außenhaut des Villus Pitz. Sie speichern die Sonnenenergie und mit Sonnenenergie da fährt das Villus Pitz. Ist doch Baby! Mensch, Baby! Wie das mit, ist doch extra spannend. Naja, wie mit Benzin. Ja, ja, genau. Treibstoff. Also, jetzt müsste sie abbrechen. So. Und mit der Hand. Dann, ja, so, so, richtig. Ja, und die passenden Stücke, die schraubt ihr dann auf die, hier auf die offenen Stellen. Mit Velospeed, ne? Affenstaub. Darf ich mal? Das geht ja einfach. Das ist doch Roboarbeit. Absoluter Siff. Also, jetzt hör mal, Bibi. Videophone, Erlebnisraum. Jana, das ist absolut high. Nicht solche Glotzkästen, wie ihr sie habt. Du meinst Fernseher? Fernseher. Wir tickt das doch. Erlebnisraum ist wie, als wenn du in den Fernseher reinsteigst. Du kannst in allen Programmen mitspielen. Survival Gag. Das totale Erlebnis. Wir können da sogar zusammen rein. Das glaube ich nicht. Fernseher zum Reinsteigen? Eine Kachel. Eine Kera. Festhalten. Und sitzt. Oh. Und sitzt. Sitzt. Echt. Der Megaknaller. Wir schaffen's. Und dann düsen wir alle zusammen in die Zukunft. Ich muss dir was sagen. Du kannst einen total down machen. Ich werde nicht mitfliegen. Du machst einen Gag. Ich glaube, ich fühle mich hier ganz wohl in meiner Zeit. Nicht alles, aber ich... Schepperdreck, du kommst mit. Lass mich los, spinnst du? Ist mir so egal, ob du mitkommst. Tickst du das? So egal ist mir das. Aber du kommst mit. Und wenn ich einfach... Ich warne dich. Eins, zwei, drei. Au! Ich hab dich gewarnt. Du hast ja einen Megaknall. Und du nicht mehr alle Tassen im Schrank. Dove, ich denk, wir sind Freunde. Wir haben uns die Hand gegeben. Freunde? Ich denk, du hast keine. Null Freunde. Jana, du bist blöde. Bitte, du darfst nicht. Du musst mitkommen. Pivi, du kannst keinen Menschen zu etwas zwingen. Das ist mir ja so verdammt egal. Dann soll sie eben hier bleiben. Wo sind eigentlich Mario und Tommy? Die wollten doch schon längst... Dann bleibe ich eben auch hier. Na also, es ist sowieso fraglich, ob wir mit unserem Velos Pit den Zeitsprung schaffen. Surely schaffen wir ihn. Wir fahren. Ja, was denn nun, Pivi? Schau mal, hier geht's uns doch gut. Blumen, Luft, ja sogar frische, gute Luft. Bleib doch hier. Überleg mal. Na, was nun? Na? Was? Entschuldigung, ich habe noch so lange bei Tommy gewartet. Der darf nicht raus, Schularbeiten. Wir sollen ruhig ohne ihn fahren, hat er gesagt. Du willst also mit? Mario, spinnst du? Nein. Heiliger. Klar will ich mit. Ich habe schon einen Brief von meinen Eltern geschrieben, dass sie sich keine Sorgen machen. Warum da erlauben sie denn nicht aufstellen? Geben Sie Order P7. Da, jetzt wieder. Du musst P7 ordern. Vielleicht kann er nur antworten. Alter. Hörst du mich? Alpha hört. Also, Alpha, ich gebe dir Order P7. Das würde bedeuten, er muss durch die verringerte Stromzufuhr in seinem Leistungsvermögen gestört sein. Er kann antworten, Befehle entgegennehmen, ungefähr so wie Mary Ann. Ja, genau. Er kann nicht mehr selbstständig ordern. So, jetzt. Oh, runterkommen, wir müssen uns beeilen. Schnell, Opa, sag ihm, dass wir wieder in die Vergangenheit fliegen. Dass wir in Ordnung sind. Alpha. Hörst du mich? Alpha wird. Wir fliegen gleich in die Vergangenheit. Und du wirst dafür sorgen, dass uns ein Venus-Bit zur Verfügung gestellt wird. Hast du verstanden?
Falsche Eingabe. Shit, was hat er denn? Alpha, was ist falsche Eingabe? Es gibt keine Vergangenheit. Was? Es gibt keine Vergangenheit? Schon gibt's die. Also, Alpha, jetzt hör mal zu. Alpha, ja. Es gibt. Immer, wie kann man einem Computer klar machen, was Vergangenheit ist? So ein Shit. Vergangenheit ist früher. Quatsch. Alpha, wann bist du geboren? Falsche Eingabe. Oh, der Nerv. Alpha, jetzt pass mal auf, hör mir mal zu. Computers werden programmiert und sie existieren dann ewig. Die Menschen aber, die fangen irgendwann mal an. Und dann hören sie wieder auf, verstehst du? Den Anfang nennt man geboren werden und den Schluss sterben, ja? Hast du verstanden? Geboren werden, sterben. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich flipp gleich aus, ist der Tod. Und zu meiner Geburt sage ich meine Vergangenheit und alles, was ich seitdem erlebt habe. Erlebt. Ich kombiniere alles, was ich seitdem gemacht habe. Ich kann mir programmieren und die verändert sich andauernd, weil ich immer etwas anderes mache. Hast du mich verstanden? Und das alles ist Vergangenheit. Und das ist mit allen Menschen so und passiert schon seit 18 von Jahren. Sehr erstaunlich. Also, wir drei, Max und Gibi, Hinterholz und Mario, haben eine Vergangenheit. Hier spricht Mary M. Alle Robos zur Reparatur von Alpha. Hier spricht Mary M. Das ist gut. Und du musst uns retten. Widerstand ist zwecklos. Sie sind umstellt. Mary M., ich bin's, Bibi. Bitte. Hier spricht Mary M. Folgen Sie mit erhobenen Händen. Wer geht los? Die machen uns doch alle. Ganz schlecht. Warum sagt denn der Alpha nicht? Wir müssen Zeit gewinnen. Die Robos reparieren ihn gerade. Hier spricht Mary M. Zum letzten Mal folgen Sie unverzüglich. Ja, ist ja schon gut. Wir kommen ja. Mary M. hat gewarnt. Mary Ann wird... Hier spreche ich, der Alpha. Ich gebe den sofortigen Befehl, die Gefangenen frei zu... draußen. Ihr vergraut mir sowieso die Kunden, also verzieht euch ab nach Hause zu Mutti. Da hast du's. Was bringst du auch so einen Schwachkopf mit? Kann ich doch nicht wissen. Sie auch, junger Mann. Der Computer ist sowieso viel zu kompliziert für Sie. Was für ein Programm? Ich hab gesagt, mach eine Lücke. Omega. Ich gehe auf Omega. Woher weißt du das? Cursor. Handbetrieb. Absolute Steinzeit. Hey, warte, Tommy, Mario. Wo ist der verfluchte Energiepatch? Wie bitte? Kenn ich nicht. Pivi, liegst du das? Lass mich in Ruhe. Ein Computer ist viel zu blöd. Also werde ich mal die anderen anzapfen. Es müsste doch... ein Energietransfer. Hey, was machen Sie da? Das geht nicht. Mann, das ist ein Knall. Der kann was. Mega-Knaller. Und? Computer Nummer 3. Das ist unmöglich. Es gibt keine Verbindung. Kiste 4. Na also, zapp. Ich hab's doch gewusst. Echt stark. Gut, das ist eine Nummer. Ein Crack ist das. 5. Und? 6. Aufhören. Sie bringen... Du bringst den Stromkreis durcheinander. 7. Und 8. Junger Mann, bitte. Ich bitte Sie, Sie sind ein Genie, aber bitte hören Sie auf, meine Geräte zu traktieren. Hör auf, Bibi. Ihr sprengt das ganze Haus in die Luft. So. Und jetzt wollen wir mal sehen. Oh, mein Schatz. Sie, wir müssen mir alles erklären, aber bitte lassen Sie mich. Miren, hörst du mich? Hier ist Bibi, in 1987. Mary N., melde dich. Bibi, hör auf. Du bist der Größte. Aber lass es jetzt. Mary N., versiffter Kasten. Jetzt melde dich endlich. Also, ich darf das alles nicht glauben. Hier, Mary N. Hier, Mary N. Ich höre dich. Mary N., ich bin in 1987. Du musst uns retten. Das Energieloch. Mary N! Wie schnell! Tommy, ihr müsst sie nehmen! Die Polizei, wir müssen sie abhauen! Hey, halt! Beachten Sie! Sagen Sie wenigstens Ihren Namen! Der Nobelpreis! Sie müssen vorgeschlagen werden! Sie sind ein Genie! Halt, warten Sie! Da
Das heißt Fahrrad. Nur keine Luft mehr drin. Was? Fahrrad? Bewegst du den Levitationsroboter? Den was? Ach, nichts. Fertig. Und? Der Alpha Matrix. Bitte nehmen Sie Platz. Mary Ann hat verstanden. Wo ist er denn, der Alpha? Die rote Lampe. Das ist ein Computer. Toll. Es ist der Computer. Der zentrale Computer. Vielen Dank, Herr Schmandauer. Ich brauche mich also nicht mehr vorzustellen. Opa braucht einen Medicompu. Er hat seinen Arm gebrochen. Tut mir leid, momentan ist keine Kraft mehr frei. Das ist eine Lüge. Es gibt tausende von Computern. Ich finde wirklich, so, eine Lüge. Ja, bist du dann, P.P. Schmandauer, mir erstmal berichten, wo du dich die letzten 3 Wochen aufgehalten hast. Aber das ist doch egal. Wir waren in der Zukunft. Ich meine in der Vergangenheit. Wir waren im Jahr 1987, Herr Alpha. Meine Kennziffer. Meine was? Meine Kennziffer. Er hat keine. Es stimmt, was er gesagt hat. Wir waren in der Vergangenheit. Ich sehe mehr von der Rückung später. Meine Kennziffer, also. Der tickt das nicht. Mario Petrescu. Einen Augenblick. Es gibt keinen Mario Petrescu. Ich frage jetzt zum letzten Mal, wann werde ich Maßnahmen machen? Nein, ich nehme alle Schuld auf mich. Das war ein Irrtum. Ich verstehe nicht. Ich war schuld. Wegen dem Fliegtier. Ich sollte Opa kontrollieren, aber dann... Unsinn, ist ein Missgeschick. Der Junge ist unschuldig. Stop. Sie geben falschen Input. Hören Sie auf. Aber ich komme wirklich aus dem Jahr 1987. Ich wollte nur ein Velospeed holen, weil mein Vater arbeitslos ist. Ich hatte gedacht, ich könnte eine Erfindung mitnehmen. Das ist falscher Input. Ich gebe nochmal die Chance zur Korrektur. Opa, mach's was! Ich bin an allem schuld. Ich habe widerrechtlich Wissenschaft betrieben. Ich ganz allein. Ins Gefängnis? Darf ich nicht mehr zurück? Du kannst froh sein, wenn du überhaupt jemals wieder rauskommst. Was? Aber das... Nein, das darf doch nicht wahr sein. Das geht doch nicht. Wir haben eure Chance nicht genutzt. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dumm. Ich verurteile Sie hier mit auf Kopfhörern auf 916B wegen Störung der öffentlichen Ordnung plus Aufbewahrung einer nicht gemeldeten Person zur Rechtsstrafe. Sie, Herr von Dauert, und wir ein Glück, wie von Dauert, werden wir sofort in Liquidation zurückführen. Uff, es hat geklappt. Mensch. Schnell, wir müssen fliehen. Raus! Nichts wie raus aus dem Alpha-Raum. Die Sigurke, der wollte uns umbringen. Kannst du noch? Ja, ich geh schon. Gleich haben wir's! Die Tür! Nein, schnell! So ein Mist! Da hinten, da ist noch eine Tür! Ich halte sie auf, ich stell mich dazwischen! Hoffnungslos, perfekt! Natürlich haben wir Notstromaggregate. Versiffter Dreck! Alles nur wegen dir, du Knaller! Ich will aber ins Jahr 2038! Du Blödmann! Wenn ich nicht den Stecker rausgezogen hätte... Du hast ja einen Knacks! Immerhin habe ich dich hier mitten in der gelben Zone aufgelesen. Was? Du lügst. Gott sei Dank hast du einen Schutzanzug an. Shit. Wir müssen... Los, schnell. Bring mich hier raus. So was. Sind die jetzt alle so geworden? Du bist vielleicht komisch. Und deine Mutti und dein Papi? Was? Dürfen die dich auch nicht anfassen, oder was? Ja, noch besser. Die sich nur übers Videophon. Aber wer sorgt denn dann für dich, um Himmels Willen? Mein Computer. Mary Ann, wer sonst? Wer bitte? Mary Ann, mein Compu. Hast du kein Compu? Wird mir gerade noch fehlen. Wie? Du hast kein Compu? Ist ja ein Megaschocker. Ich brauch keinen. Hat dir denn deiner geholfen, als du abgestürzt bist? Meinst du, ich bin verseucht? Glaube ich nicht. Aber wir können dich ja gleich mal checken, wenn du aussteigst. Hattest ja den Schutzanzug an. Stimmt. Du musst einen Knacks haben. Aber total. Du wolltest mich anfassen, obwohl du dachtest, ich bin verseucht. Voll den Knacks. Ich hatte mich gefreut, dich zu sehen. Sag ja, absoluter Spinner. Was ist eigentlich hier hinten in der Kiste drin? Nimm deine Finger da weg, da ist nichts drin. Nicht? Glaube ich nicht. Dann glaubst du es eben nicht. Achtung, wir landen. Halt dich fest. Willkommen. Was ist das denn? Wo ist denn deine Wohnbox?
Das da ist mein Haus. Haus? Ein Haus. Mit Fenstern und Türen. Kommst du nun? Du spinnst. Voll den Megaknacks. Lass dir mal eine Wohnbox kommen. Vielen Dank für den Tipp. Warte, du musst mich erst checken. Ich muss gar nichts, verstehst du? Ich bin nicht dein Computer oder wie dieses Zeug heißt. Ich habe dich außerdem auch nicht gebeten zu kommen. Warte, Opa, jetzt beruhig dich doch. Ich habe mir dich auch nicht ausgesucht, genauso wenig wie deinen Vater. Himmel, Herrgott, Sakrament. Ist ja schon okay. Dein Zimmer ist oben. Geh schon. Mein was? Deine Wohnbox. Und jetzt lass mich in Ruhe, morgen fährst du wieder. Da habe ich gar nichts dagegen. Mary Ann, hörst du mich? Mary Ann, melde dich. Mega, da war was. Hier ist PV, Mary Ann. Alte Schachtel. Verbindung undeutlich. Position angeben. Ich bin in Großvaters Wohnbox. Sekunde. Hier spricht Mary Ann. Hörst du mich? Und wie? Du musst mich hier raus, Energieloch. Mary Ann! Scheiße! Wie schnell! Tommy, wir müssen sie nehmen! Die Polizei, wir müssen sie nehmen! Sagen Sie mir wenigstens Ihren Namen. Der Nobelpreis. Sie müssen vorgeschlagen werden. Sie sind ein Genie. Halt, warten Sie. Das heißt Fahrrad. Nur keine Luft mehr drin. Was? Fahrrad? Bewegst du den Levitationsroboter? Den was? Ach, nichts. Fertig. Und wie fährt es? Lauf dir ein? Oder sollen wir erst morgen losfahren? Du musst, so wie Jana und Tommy. So? Ja, Fuß aufs Pedal. Ich gebe dir einen Schubs. Anderen Fuß auch. Sitzt du gut? Es geht. Feste Trampeln. Und los! Hilfe! Nein, nicht! Weg zur Seite! Mist, nicht! Jana, Oh, hast du dir wehgetan? Oh. Du bist aber auch eine lahme Ente. Deine Hand blutet. Schlimm? Gib dir Mordskruste. Lass meine Hand los. Was ist denn? Das ist verboten. Niemand fasst sich an in 2038. Du Spinner. Ja, hast du das auch gesehen noch? Ich weiß immer, diese schöne grüne Wiese da. Sieht aus mit der gelben Blume, ja? Boah, stark. Aststaub. Bärenstaub. Keine Düsen mehr. Ist das wirklich echt? Bestimmt echt? So ein Flugzeug habe ich noch nie gesehen. Dürfen wir das Velospeed mal anfassen? Ja, sicher doch. Ist ja sowieso kaputt. Also, die Jana ist ja okay. Aber die beiden da. Meinst du, wir können denen trauen? Hm? Weiß auch nicht. Sie haben gesagt, sie könnten das Velospeed reparieren? Function? Ach, das meinen die. Ja, wo hast du die denn kennengelernt? Schepperdreck. Hätte ich fast vergessen. Also ich bin noch mit der Jana in dieses komische Haus da gegangen. Naja, trotzdem. Er kann meinetwegen aus der Zukunft kommen. Er ist ein Blödmann und blöd bin, dann helfe ich nicht. Mensch, Jana. Du bist eine Spielverderberin. Ihr fallt einfach auf ihn rein. Aber das Velospeed ist hundertprozentig echt. Das war doch die Schau. Muss das sein? Ja, natürlich. Wie geht das denn? Ja. Du gibst dem Mädchen ganz einfach die Hand. Was? Ja, nun komm schon, 1987, da ist doch alles okay. Shit, Hand geben, alles verseucht. Also entschuldigt mal, wenn ich euer Gespräch kurz unterbreche. Macht nix. Der Vivi hat mir erzählt, wie sehr es ihn gefreut hat, dass sie ihm geholfen hat. Und jetzt möchte er... also das... Also mir ist es egal, wenn du... Ich gebe dir die Hand. Was? Mensch, schnell, Jana. Irgendetwas saugt uns mit einer ungeheuren Kraft an. Billy, Junge. Opa, Hilfe. Die Rutsche, au. Mein Kopf. Herr Gott im Himmel, bitte sag was. Was ist denn los? Er lebt doch. Bist du heil? Hast du dir was gebrochen? Was ist denn? Beweg dich mal. Streck deine Beine mal durch. Au.
Ja, komm. Ich glaube, es ist alles okay. Au, mein Kopf. Hab ich eine Beule. Na, die geht wieder weg. Wo sind wir denn hier gelandet? Heiliger Binnenmann. Das ist ja ein Riesenloch. Wir müssen das Dach mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit durchschlagen haben. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt noch leben. Opa, lass uns wieder abdüsen. Womit denn? Das wieder spät, ach du lieber, das dauert Wochen, bis das wieder flugtüchtig ist. Wenn überhaupt. Du machst einen Gag. Na, warte mal, wir müssen uns hier weiter umsehen. Verfluchter Sif noch eins. Ich hab die Schnauze voll. Ich hätte niemals mit dir mitfliegen sollen. Es nützt nichts, dass du dich so aufregst. Gehst du mit? Wohin? Ja, wohin? Das Haus erforschen, ob da vielleicht Menschen drin... Nicht mit mir. Das kannst du alleine machen. Ich werde meinen Kompio alarmieren. Mary Ann, hörst du mich? Mary Ann, melde dich. Shit, Mary Ann. Dein Kompio, vergiss ihn. Jetzt müssen wir selbst was machen. Psst, so laut. Uralte Wohnbox. Ob die Menschen hier gefährlich sind? Sind das überhaupt Menschen? Sind wir auf dem Mars gelandet? Ich habe mal im Erlebnisraum... Da kommt jemand, schnell weg! Ja, dann bin ich doch nicht doch. Wir müssen riskieren. Ich werde uns verteidigen. Mach bloß keinen Unsinn. Lass mich die Verhandlung führen. Da! Ja, seien Sie gegrüßt. Nun lassen Sie mich mal durch. Komm vom Markt jetzt. Ja, sicherlich. Oh, das wird schwer. Danke. Wissen Sie, wir sind mit dem Velospeed abgestürzt. Ja? Entschuldigen Sie. Bitte, wir wollten nur mal schauen. Hast du die gesehen, wie die angezogen war? Absoluter Schrott. Museum. Sie, sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich hier? Ja, entschuldigen Sie, wir... Pausieren und rumlungern ist in diesem Haus verboten. Wir hatten Sie überhaupt reingelassen? So ein Schäberdreck. Ist ja zum Kotzen. Ich will mir ein Compu. Geben Sie Input. Mary Ann soll uns retten. Wie? Jana, ich weiß nicht, ob du das jemals lesen wirst. Seit gestern hat Opa Fieber. Er sagt zwar nichts, aber sonst hat er ja immer irgendwas gesagt. Lange halte ich das nicht... Was schreibst du denn? Psst, knackst du da was? Ich wollte doch bloß wissen... Hm. Ach so, du meinst. So ein Blödsinn. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist doch normal. Normal? Du verdammter Idiot! Kriegst du denn überhaupt nichts? Opa ist krank. Und was machen die? Absolut nichts. Was? Du hast ihn aufgeweckt. Was schreit hier denn so rum? Ich schreie überhaupt nicht. Nicht wahr, Herr van der Holt. Das ist bestimmt nur ein Irrtum. Eine Laseroperation und der Arm ist wieder repariert. Garantiert. Sie suchen einen Arzt, einen Spezialisten. Bei uns sind auch manchmal die Krankenhäuser überfüllt. Bei euch? Bei uns operieren aber Compus getickt? Und davon gibt's Tausende. Du hast davon gar nichts eine Ahnung. Mach bitte nicht so einen Lärm, Pipi. Also, Mario, ich befürchte... Ich will ja raus, verfluchter Shit. Mary Ann, tickst du mich? Wir brauchen ein Medicompu. Ihr verfluchten Hirncompus. Ihr versifften Dreckschotten. Ja, willkommen Besuch. Siehst du? Mary Ann, da bist du ja. Was soll denn der ganze Horror? Seit Tagen hängen wir hier rum. Der Alpha erwartet Sie. Mary Ann? Eigentlich ein Mimmel der Alpha. Wir brauchen eine Medi und kein Alpha. Tickst du das? Bitte folgen Sie mir. Beeilt euch! Jetzt werden wir empfangen. Bitte folgen Sie mir. Der Alpha erwartet Sie. Bitte nehmen Sie Platz. Mary Ann, du kannst gehen. Mary Ann hat verstanden. Wo ist er denn, der Alpha? Die rote Lampe. Das ist ein Compu. Toll. Es ist der Compu. Der zentrale Compu. Vielen Dank, Herr van der Holt. Ich brauche mich also nicht mehr vorzustellen. Opa braucht einen Medicompu. Er hat seinen Arm gebrochen. Tut mir leid, momentan ist keine Kraft mehr frei. Das ist eine Lüge. Es gibt Tausende von Compus. Ich finde wirklich... So, eine Lüge. Ja, bist du dann, Pipi van der Holt, mir erstmal berichten, wo du dich die letzten 3 Wochen aufgehalten hast. Aber das ist doch egal. Wir waren in der Zukunft. Ich meine in der Vergangenheit. Wir waren im Jahr 1987, Herr Alpha. Keine Grenze, Frau.
Meine was? Keinen kennt sie, Frau. Er hat keine. Es stimmt, was er gesagt hat. Wir waren in der Vergangenheit. Keinen kennt sie, Frau. Der tickt das nicht. Mario Petrescu. Einen Augenblick. Es gibt keine Mario Petrescu. Ich frage jetzt zum letzten Mal, dann werde ich Maßnahmen...